Wir haben draußen ein 1:1-Modell aufgebaut. Und zwar, um zu zeigen, wie der Platz verstellt werden würde, würde das Konrad-Projekt realisiert werden. Aber gleichzeitig haben wir heute auch präsentiert einen alternativen Vorschlag. Den kann man hier sehen. Da wäre der Domshop unterirdisch und die Dombauhütte wäre in einem Hof untergebracht, von außen gar nicht sichtbar. Der Hof wäre auch geöffnet. Und also unserer Meinung nach wären so eigentlich für die Öffentlichkeit, aber auch für die Kirche die besten Möglichkeiten geschaffen. Und für mich war es klar, ich komme aus einem kleinen Dorf in Vorarlberg, für mich war klar, dass es ein Thema sein muss, das nicht irgendwo am Land ist, sondern irgendwo in der Stadt, in einem Ballungszentrum. Und da war der Stephansplatz als Herz von Wien genau das Richtige. Dass so viele verschiedene Funktionen in dem Projekt waren, das ist mir eigentlich zugute gekommen, und dass die Dombauhütte, quasi ein Handwerksbetrieb, da noch dabei mitspielt, das war eigentlich fast wie ein Wunsch für mich und hat sich einfach wunderschön ergeben. Ja, wie unser Ziel ist es ja, dass wir dieses Projekt möglichst in der Öffentlichkeit diskutieren, und da haben wir uns, um auch ein bisschen Druck auf die Öffentlichkeit auszuüben oder auf die Entscheidungsstellen, Unterschriften, Aktionen überlegt, bei denen man gegen diese derzeit vorliegenden Pläne unterschreiben kann. Das ist einerseits in der Form, dass wir Unterschriftenlisten auflegen, wie heute auch unten bei unserer Aktion am Stephansplatz, auf denen man also unterschreiben kann und seinen Widerspruch oder Widerstand hier kundtun kann. Oder andererseits ist es auch möglich, auf unserer Website, auf innerestadtgrüne.at/Stephansplatz, online eine Petition zu unterzeichnen gegen das vorliegende Projekt.